Entschuldige, diese Sturmgeläute, aber bei mir brennt. Du, ich freue mich so, dass ich dich sehe. Ich habe einen ganz schrecklichen Moment lang gedacht, es ist der Franz, weißt du? Aber das ist ein Unsinn, er hat ja Schlüssel und außerdem kommt er erst zu Mitternacht. Gott sei Dank. Oh, hör mir auf, ja. mit diesen ganzen Männern. Ach, ich sag dir mal, mein Eddie, der ist mir auch heute davon geflüchtet. Na, also der Franz ist mir nicht davon geflüchtet, sondern der ist zu einem Freund. Hm. Weißt du, na, Niederösterreich, aber was ist mit dir los, um Gottes Willen, was ist passiert? Habt ihr euch gestritten? Was ist mit dem Janek? Gestritten? Nein, nein, vorher nicht, nur nachher haben wir schon eine kleine Auseinandersetzlichkeit ja. gehabt, weil er so rabiat war. Ach so. Ach, mir ist das Ganze so peinlich hier. Mein Gott, also geh, komm weiter und erzähl mir das alles in Ruhe. Ah, oh, danke. Ruhe, Ruhe. Ja. Hela, siehst du, das ist genau das, was ich brauche. Ja. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen eine gemütliche Atmosphäre. Ja, na komm. Ach, Jesus Maria, was ist denn das? Ja, das schaut hier aus wie im Schlafsaal von einem Obdachlosenheim. Tja, also diese Bemerkung hätte auch der Franz machen können. Oh, entschuldige bitte. Nein, das habe ich nicht so gemeint. Das geht mich hier auch gar nichts an. Ja, und dem Franz auch nicht. Es ist ja schließlich auch meine Wohnung, nicht wahr? Und ich kann die Gäste einladen, die ich will. Und so oft ich will und wann ich will und wo und ich will und überhaupt. Na ja, natürlich. Natürlich, das kannst du, ja, finde ich auch. Ja. Darf ich mich auf irgendeinen Sessel natürlich setzen? Natürlich, ja. Oder wär's dir lieber, wenn ich mich auf diese Blasluftmatratze hier setzen würde? Nein, mein Schatz. Otti, entschuldige, aber ich habe ja nur meine Verteidigungsrede für den Franz geprobt, weißt du? Stell dir doch vor, was das für ein schreckliches Theater wäre, wenn er das hier sehen würde. Komm, setz dich. Danke. Und dabei kann ihm das wirklich und wahrhaftig wurscht sein. Natürlich, das kann ihm wurscht sein. Da ja. hast du ganz recht. Das ist, Hela, no. Kenntest du, aber nur, wenn es dich nicht wieder zornig macht. Also, nein, bitte. Kenntest du mir vielleicht erklären, aber nur, wenn es dir ganz leicht fällt, warum es da so ausschaut. Ja, das kann ich dir sehr gern erklären. Ich habe nächste Woche eine sehr schwere Prüfung. Na, also, und da habe ich ein paar Kollegen gebeten, zu mir zu kommen und wir haben zusammen gelernt. Und dann ist auf einmal die Sprache darauf gekommen, also fünf von diesen jungen Leuten, die da waren, die wohnen nämlich in einer Wohngemeinschaft. Mhm. Und stell dir vor, Knall und Fall, ohne vorherige Ansage hat man doch diese Leute gekündigt. Jetzt haben sie nicht gewusst, wo sie schlafen sollen. Und da habe ich natürlich gesagt, sie können hier schlafen. Es war sowieso schon sehr spät, ich glaube 4 Uhr früh oder sowas. Jesus, na so lang hat, da müsst ihr aber viel gelernt haben. Bist nicht todmüde. Nein, wir haben doch nicht die ganze Zeit gelernt. Nein, wir haben uns dann ein bisschen unterhalten. Und dann haben wir ein bisschen Musik gemacht. Und dann haben die jungen Leute getanzt. Schön. Und dann habe ich heute bis in den Nachmittag hinein geschlafen. Ich weiß nicht, du, wann ich das letzte Mal getan habe, weil der Franz mag sowas gar nicht, wenn man so lang schläft. Nein. Ach, es war so schön. Ich fühle mich so gut. Ich kann dir das gar nicht schildern, weißt du. Letzte Zeit war ich immer so trübselig, bin ich mir vorgekommen, wirklich, und so fad und langweilig. Nein, entschuldige, ich rede nur von mir, das ist ja furchtbar. Jetzt erzähl, bitte, also was hat denn der Janek angestellt? Er hat die Türe eingetreten. Was? Also nicht direkt eingetreten, also mehr so eingerannt mit der Schulter hat er sie eingerannt. Ach, Hila, dass mein Edilein ein solches Berserkertum in sich hat, das habe ich überhaupt, das hat mich wie ein Schock, hat mich das direkt gelähmt. Ja. Ich meine, man weiß ja, wie Männer sein können, aber dass mein Eddie so rabiat ist, das ist ja mir ein Albtraum, ist das für mich. Mein Gott, ich kann mir das so schwer vorstellen. Wieso? Wieso hat er die Tür eingerammt? Ich meine, hättest du sie ihm nicht aufmachen können? Nein. Welche Tür war das?
entschuldige die intime Frage, aber war das die Schlafzimmertür? Ja? Was die Schlafzimmertür? Hilla, der Eddie ist nicht unanständig, ach, ja? Ach so, bitte entschuldige. Es war die Konditoreitüre. Und das war ja eben die Katastrophe, weil jetzt kann natürlich jeder kann jetzt die Spuren der Wildnis vom Eddie erkennen. Es ist mir so wahnsinnig unangenehm wegen dem Hausbesitzer, weißt du? Jetzt ist der Eddie natürlich sofort gerannt und geschaut, ob er irgendjemanden findet, der das repariert. Aber wo findest du denn am Samstagnachmittag ist doch kein Reparateur aufzutreiben. Unten habe ich in der Konditorei, habe ich die Tiere mit Sesseln, habe ich sie verrammelt, damit ich zu dir heraufkam. Hilla, ich möchte dich um was bitten. Könntest du mit dem Herrn Hellmann reden und ihm das erklären? Aber ja, natürlich, aber jetzt eines nach dem anderen. Komm, jetzt erzähl mir zuerst, was ist denn passiert, dass dein Eddie so in dieses Vandalentum verfallen ist? Muss ja irgendwas passiert sein. Na ja, das war eben meine Schuld. Entschuldige, ja, mein Schatz. Alles runter. Ja. Ich habe nämlich den Schlüssel, so ist es mir passiert, habe ich den Schlüssel verloren. Ach so. Und der Hellmann ist ein so lieber, gütiger Mensch, hat uns doch als Hochzeitsgeschenk, hat uns doch die Miete so herabgelassen und jetzt zertrümmert ihm der Eddie das ganze Haus. Na, du nicht übertreiben, um Gottes Willen. Warum hast du nicht den Schlüsseldienst angerufen? Das wäre das Allernatürlichste gewesen. Na ja, das hätte ja er machen müssen, aber er hat mir wahrscheinlich imponieren wollen, hat mir wahrscheinlich seine Männlichkeiten hat er mir beweisen wollen. Wenn der Janek glaubt, dass das männlich ist, wenn man die Türen eintritt, das ist nicht sehr reif. Nein, unreif ist das. Unreif und blöd. Ja, finde ich auch. Ich muss jetzt hinuntergehen. Alle Männer sind sie ja so. Ich muss jetzt schauen, dass mir niemand das Geschäft stiehlt und ausräumt. Mit die Kasse habe ich ja gleich in unsere Wohnung hineingesperrt. Ja. Aber jetzt muss ich schauen, dass mir niemand die Torten stibitzen. Ach, Hila. No. Wirst du dem Hellmann das alles... Ich werde das sagen, aber ich bitte dich, ängstig dich so, beruhig dich. Du musst immer dran denken, die Konditorei ist doch versichert. Na ja, aber es ist wegen der Peinlichkeit. Wie soll ich ihm denn das erklären? Otti, alles kann man erklären. Glaub mir. Ja, Schatzner, was ist denn? Keine Erklärung von mir. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Was schauen Sie denn aus? Das weiß ich nicht. Ich habe keinen Spiegel. Ich will auch keinen. Ich habe schon genug Schreckliches erlebt heute. Wenn mich der Onkel Guido nicht gerettet hätte. Ich hab sie ja nur aufgeklappt, Heinz. Wir müssen im Wohnzimmer niederlegen. Ich kann das Bröckel nicht mehr lange halten. Heinz, Sie sollten eine Diät erwägen. Übrigens, Otti, sag einmal, was ist denn mit der Konditorei? Halten Sie sich nur fest. Mit der Konditoreitür passiert. Hat ein rabiater Gatte Sie eingetreten? Na, was wie. Aber Guido, wie kannst du sowas sagen? Ich meine, das ist ja... Ich weiß überhaupt nicht. Ich meine, wie kannst du sowas denken? Was hat's denn? Mein Gott, wie eine humorlose Person hat nur einen kleinen Scherz gemacht. So, und jetzt vielleicht schön. Hier hinsetzen? Vielleicht hier hinsetzen. So, ja. Ah, geht's? Ja, danke. Nein. Das ist schrecklich. Ja. Dabei, ich habe nichts gemacht, sondern wie immer, ich zahle auch alles, ich habe aber wirklich nur mit dem Finger drauf gedrückt, wie immer, und dann krach, bumm, es war schrecklich. Aber regen Sie sich wieder ab, das haben ja Sie gar nicht getan. Aber natürlich, es war ja sonst niemand da außer mir, ich völlig außer mir. Und dann ist der Onkel Guido gekommen, als Bergrettung, wie der Luis Trenker. Ja, Guido, ganz schrecklich, ja. Ach, nicht ganz so wäre. Ja, er fantasiert eine, ja, wir müssen ihn befördern. Er fantasiert und komm, so, aufstehen langsam, so, und jetzt gehen wir ins Wohnzimmer. Sei so lieb, mach die Tür auf. Ja, mach ich auch. Halt sie nur fest auf mich stützen. Eins, zwei. Hoppla. Neun, drei. Ja. Oh. Ja, ja. Keine Not. Ein Notbiwak. Wie in Schnee am Kilimanjaro. Dankeschön. Originell, wirklich, ich muss sagen, originell, lieber Hila. Der Franz kann nicht da sein, sonst möchte es nicht so ausschauen da.
Ja, wie es hier ausschaut, entschuldige schon vielmals, Guido, ist ganz allein meine Angelegenheit. So, und jetzt bitte sag mir, was dem Heinz passiert ist. Aber es war schrecklich. Ich hab mit dem Finger draufgedrückt und krach, bumm, ist stehen geblieben und überm Abgrund. Und wenn nicht der Onkel Guido gekommen wäre, man geschwankt hat er auch, dieses Miststück. Was? Wie reden Sie von meinem Schwager? Aber er fantasiert ja, ich bringe ihm schnell einen Cognac. Ja, bitte, tu das. Ich meine doch nicht Ihren Schwager, ich meine den Lift. Den Lift? Ja, was für ein Lift? Ich meine, was ist mit dem Lift? Was mit dem Lift ist, hin ist er. Und fast wär's ich auch, wenn mich nicht ein gütiger Engel gerettet hätte. Bitte. Wie seinerzeit den Kaiser Maximilian. Ja. In der Martinswand. Ich muss ein goldenes Dachl stiften. Oh, Achtung, nicht sich angrenzen. Bitte, jetzt reißen Sie sich aber zusammen, ja? Und reden Sie so, dass man Sie versteht, Heinz. Er ist stecken geblieben. Bitte, kann ich vielleicht, lieber Onkel, ja? Guido, lieber Retter, kann ich noch sein... Mit Wonne und Freude. Er ist stecken geblieben zwischen zwei Stockwerken. Oh Gott. Und ich habe mich mit letzter Kraft noch aufraffen können, die Tür einzutreten von dem alten Grafenwerk. Und dann habe ich versucht, mich hochzuziehen zwischen den Stockwerken. Ich wäre verloren gewesen, wenn nicht der Onkel Guido vorbeigekommen wäre und mir geholfen hätte. Der kriegt ein Denkmal. Der Dankeschön. Onkel Guido, danke. Statt diesem blöden Lift, der kommt weg und es kommt ein Denkmal vom Onkel Guido in dieses Haus. Ja, danke schön. Meine Güte, ja wie? Sie haben unseren Lift kaputt gemacht? Was habe ich? Ich habe den Lift kaputt gemacht. Der Lift hat mein Haar mich kaputt gemacht. War reine Notwehr, gnädige Frau. Das müssen Sie dem Herrn Hellmann sagen. Oh mein Eddie, du Wildling, du bist doch einer... So ein Berserker, so ein Riese bist du, so ein Kräftiger, so ein Rabiater, du. Da krieg ich ja direkt eine Gänsehaut, aber eine angenehme, du Goliath. Grüß Gott. Jesus, Herr Hellmann, Jesus, bitte, wie könnte ich Ihnen erklären? Nein, liebe Frau, das ist mir wirklich also sehr, sehr, wie soll ich sagen? Peinlich wollen Sie sagen, nicht, aber nicht sehr. Naja, es könnte ein bisschen laut werden, nicht? Na ja, natürlich, der Straßenlärm, der ja, ist ja... aber ich werde in jedem Fall schauen, wissen Sie, dass es nicht zu unangenehm wird. Hm? Mein Gott, Sie sind so ein guter Mensch. Aber was sage ich Mensch? Sie sind ja gar kein Mensch, Sie sind ja ein wahrer Hausbesitzer, sind Sie. Ja, da haben Sie recht, leider. Ich meine natürlich, ein Hausbesitzer bin ich. Aber wie mein Verwalter, der Janowski, meint, ein vollkommen Unbegabter. Bitte schön, setzen Sie sich da ein bisschen zu mir. Wissen Sie, ich muss Ihnen sagen, was diesen Janowski betrifft, also jedes Mal, wenn ich mit dem telefoniere, dann hat er so einen unheilschwangeren Ton an sich. Na, und wenn ich ihn dann sehe, dann schaut er immer drein wie früher mein Mathematikprofessor. Und jetzt werde ich ihn gleich sehen. Was, Ihren Mathematikprofessor? No, aber der kann Ihnen doch heute nichts mehr antun. Aber nein, Frau Otte, den Janowski meine ich. Er hat mich vor einer Stunde angerufen und hat gesagt, er will sich hier mit mir treffen. Was denn, irgendwelche komischen Dinge so in dem Haus vorgehen und das wollte er jetzt mit mir abklären. Also weiß er es schon. Oh ja, der hat den absoluten Durchblick. Na natürlich, da auf die Vis-à-vis-Seiten. Also, wissen Sie, Frau Otte, ich muss Ihnen sagen, ich bin ganz bestimmt kein Feigling, aber ich hasse einfach diese ewigen Auseinandersetzungen. Ach, mein Gott, hätte ich ihn nur nie angestellt. Aber wissen Sie, mein Onkel hat gemeint, ich würde mit der Verwaltung des Hauses allein nicht zurechtkommen. Ich habe so den Eindruck, mein Onkel und der Janowski, die halten mich beide für einen ganz schönen Deppen. Nein, also das ist eine Gemeinheit, wo Sie doch nur gut sind. Naja, sehen Sie, da sieht der eine so und der andere so. Aber jedenfalls, wie gesagt, ich bin wirklich kein Feigling. Aber ganz ehrlich, Frau Otte, vor dem Janowski bin ich schon ein bisschen ein Feigling. Aber Sie dürfen mit so einem brutalen Menschen dürfen Sie nicht allein in einem Raum sein. Da müssen Sie seitlicherweise irgendeine Verstärkung haben. Bei so einem brutalen Kerl. Tja, jemand. Wem? Sagen Sie aber eine Frage. Wissen Sie, ist der Sektionschef zufällig zu Hause? Nein, der ist nicht, aber die Hiller, die ist oben. Die Frau Hiller? Na ja. Bitte, da haben wir es doch schon. Ich meine, die Frau Hiller ist doch wirklich eine sehr energische Person, nicht? Ich habe eine Idee.
Wenn der Janowski kommt, dann sagen Sie ihm einfach, ich bin in der Wohnung von den Lafitte. Ja? Aber ja. Wenn er über mich kommt, wegen der Tür. Tür, bitteschön, was für Tür? Also bis gleich, ja? Wiederschauen. Na, das gibt's doch nicht. Na, der merkt nichts. Also bei uns in Tomaschew Kraschumberg Ujeżenik, da gibt es ein Sprichwort, das heißt, gute Menschen sehen nichts Schlechtes. Das muss wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Die Tür ist hin. Ja, wie schaut's denn da aus? Und Sie stecken da murmeln's an? Ja, glauben Sie, wenn Sie die Tür besprechen, werden Ihr Warze am Friedhof, wird's wieder ganz? Sie müssen da Janowski sein. Ich muss gar nichts. Aber zufälliger Treffer. Und bitte, was hat die Tür getroffen? Die Schulter von meinem Gatten. Vom Janek Eduard. Er war sehr unglücklich. Der Janek Eduard wird noch viel unglücklicher sein, weil ihr es mit dem geredet habt. Ja, was glaubt ihr hier? Ist das ein Abbruchhaus oder was wollt ihr? Wollt ihr Hausbesetzer spülen? Ein Mineralwasser. Also wissen Sie, der Herr Hellmann ist jetzt soeben hinaufgegangen und er hat... Ich bin weder blind noch deppert. Ja, ein Mineralwasser bitte. Aber ich möchte Sie bitten, ich wollte Ihnen sagen, sagen dass Sie, Herr Hellmann... Sagen Sie, muss ich schriftlich bestellen oder haben Sie kein Mineralwasser? Ich fliege. Fliegen ist der Witz des Tages. Aber Sie werden erlauben, wenn ich erst morgen drüber loch, ja? Tja, also der Birgit und dem Stefan, die habe ich die Miete reduziert, na ja, weil er doch so wenig verdient. Ja. Nicht? Und, na, und sie überhaupt nichts. Na, und immerhin, da sind ja noch zwei Kinder zu versorgen, nicht? Na ja, und der Frau Otti und dem Herrn Janek habe ich die Miete ein bisschen gesenkt als Hochzeitsgeschenk. Ja. Also, wissen Sie, ich wollte einfach, dass Sie ein bisschen länger was von dem Geschenk haben, nicht? Und dann gibt's doch da noch im ersten Stück die Frau Fuchs, glaube ich, nicht? Heißt ja. Sie. Ich meine, ich habe sie noch nicht kennengelernt, weil sie war längere Zeit verreist. Aber gnädige Frau, ich habe mich mehr erkundigt. Wissen Sie eigentlich, was so eine Handarbeitslehrerin in Pension für eine kleine Pension hat? Ja, naja. Ungefähr kann ich mir das denken. Haben wir gedacht, wenn sie zurückkommt, werde ich mit ihr reden. Vielleicht kann ich ihr auch noch ein kleines bisschen entgegenkommen, nicht? Ihnen sollte man auch ein Denkmal setzen, Herr Hellmann. Vielleicht gleich neben... Ja, gleich neben dem Guido, eine Doppelbüste. Dankeschön. Ja, wenn wir in einer idealen Welt leben würden, dann ja, bitte. Aber da das nicht der Fall ist, wird man einen Hausbesitzer, der weniger Miete verlangt ist, ja, grotesk, sind's mir nicht böse, höchstens psychiatrieren lassen. Also, weißt du, Guido, schäm dich. Nein, und du hast doch völlig Unrecht. Sieh mal, heutzutage ist Güte und Verständnis und Hilfsbereitschaft so selten geworden, dass man das ungeheuer schätzt. Also, Herr Hellmann, ich finde es fabelhaft, wie Sie sich benehmen und was Sie alles getan haben. Ja, ich finde, das braucht man doch gar nicht betonen. Also, für mich ist es einfach selbstverständlich, wenn man die Möglichkeit hat, anderen Leuten zu helfen, nicht? Allerdings muss ich zugeben, wenn ich an meinen Onkel denke und an den neuen Hausverwalter, ja, den Herrn Janowski, also ich glaube, dann wird er eher der Meinung vom Herrn Guido sein. Ja. Naja, aber was ist dann? Es ist schließlich Ihr Haus und Ihr Geld. Ja. Und weil im Herrn Hellmann die Seele eines Erzengels wohnt, hat er das mit dem Lift gar nicht erwähnt. Das nenne ich Größe. Lift? Moment, das verstehe ich nicht. Was mit dem Lift los? Was mit dem Lift los? Was ich sage, er ist ein Engel. Der Herr Hellmann, der braucht keinen Lift. Der spannt die Flügel auf und fliegt über die Stiegen. Nein, ich war nur, wie ich gekommen bin, so ein bisschen in Gedanken versunken, bin einfach die Treppe raufgegangen, nicht? Gnädige Frau, ja? Ich habe eine Bitte. Ich meine... Wenn jetzt der Janowski kommt. Was, Sie werden doch vor dem keine Angst haben? Nein, werde ich nicht. Werden Sie nicht. Dem Mann werde ich Bescheid sagen. Also darauf können Sie giften. Ja. Oh, auf Stichwort. Bitte. Bitte sehr. Janowski, Hausverwalter. Lafitte, Mieterin. Sagen Sie, was zum Teufel ist denn da für eine Sauerei mit dem Lift passiert? Ach Gott, wissen Sie, die Sauerei ist etwas ganz anderes. Die Sauerei ist, dass der Lift seit 3 Jahren sehr schlecht funktioniert und eine Gefährdung für die Benutzer ist. Na, da kann ich nichts dafür. Na, dann regen Sie sich jetzt gefälligst auch nicht auf. Ich suche den Herrn Hellmann. Ja? Das verhuschte Händel da unten in der Konditorei hat mir erst jetzt gesagt, dass er hier auf mich wartet. Die Dame ist meine Verwandte. Und wenn Ihnen Ihre Erziehung nicht sagt,
dass man über eine Dame nicht in diesem Ton spricht, dann sag ich es Ihnen. Der Mann von dem Verhuschten, der Mann von der Dame hat die Eingangstür zur Konditorei hingemacht. Da wäre ich doch als Hausverwalter bitte ein Wort sagen dürfen. Ja, das haben Sie ja jetzt getan und damit Schluss, nicht? Das Ende und alles andere erledigt die Versicherung. Aber eines sage ich Ihnen. Wenn mir meine Verwandte mitteilt, dass Sie sich ihr gegenüber schlecht benommen haben, ja? Dann werden Sie mich aber kennenlernen. Das habe ich ja schon. Na, servus, Geschäft. Dankeschön. Oh, bitte, gern geschehen. So, und jetzt können Sie weiterkommen. Der Herr Hellmann sitzt da drinnen. Haben Sie sich die Füße abgeputzt? So. Und jetzt folgen Sie mir. Ja. Na, servus. Ja, bitte, wie schaut's denn da aus? Schlafen Sie immer am Boden da im Wohnzimmer? Meine Schlafgewohnheiten gehen Sie, Herr Janowski, höflich ausgedrückt, einen Schmarren an. Ja, also ich bin da vollkommen der Meinung der gnädigen Frau. Und außerdem möchte ich dann persönlich hinzufügen, dass hier einige Sachen im Haus sind, die Sie auch einen Schmarren, ich meine, eigentlich nichts angehen. Ja, bravo, tapferer Erzengel. Ja, bravo. Wer sind Sie überhaupt? Sie kenne ich gar nicht. Leider ist dieser paradiesische Zustand hiermit beendet. Ich hätte nämlich wunderbar darauf verzichten können, Sie kennenzulernen. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Mich können Sie vergessen, gestrenger Herr. Ich wohne glücklicherweise nicht in diesem Haus und daher unterstehe ich nicht Ihrer äußerst strengen Fuchtel. Das ist Herr Guido Lafitte, der Bruder unseres Herrn Sektions. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Herr Hellmann, haben Sie schon festgestellt, wer den Lift hingemacht hat? Der Vandale muss zur Verantwortung gezogen werden. Ja, also mich können Sie, wann Sie wollen, lieber Janowski, ruhig ziehen zur Verantwortung. Weil mich hat nämlich heute schon einer gezogen, und zwar der liebe Onkel Guido aus dem Abgrund. Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich mich eigentlich schon bei Ihnen ausreichend bedankt? Mehr als genug ist erledigt. Ach so, Sie waren das. Ja. Na, Sie werden ordentlich brechen. Ja, oder die Hausverwaltung. Herr Windeck hier wird Sie nämlich klagen wegen öffentlicher Gefährdung. Wissen Sie, er hätte nämlich mit diesem alten Krempel abstürzen können, wenn mein Schwager ihn nicht gerettet hätte. So das ist das. Doch ein niederträchtiges Komplott. Was? Das könnte es doch Ihrer Großmutter erzählen, dass der alte Mann da, so klapprig wie er ist, jemand aus dem Lift zieht. Ach, da schau ich ja. Der alte Mann wird Ihnen gleich eins auf die werte Nase hauen. Und dann werden wir sehen, wer von uns beiden klapprig ist. Ja, bravo, Onkel Guido. Moment, ich stelle Sie auf einen Sessel und dann... Bumm! Wo ist der Sessel? Aber Guido, reg dich doch nicht auf. Bitte. Wirklich. Was? Na, ihr habt es vielleicht gut. Ihr sitzt so gemütlich beieinander und ahnt gar nicht, wie ich mich hab aufregen müssen. Tommy, um Gottes Willen, wie schaust denn du aus? Wie ein Mensch, der gegen die Sintflut gekämpft hat. Ich wäre beinahe ersoffen in meinem Badezimmer. Also, was ich immer sage, ein Nichtschwimmer soll nicht ohne Flügeln in die Wanne steigen. Spar dir deine blöden Witze, ja? Die Wanne ist übergelaufen. Wilde Wellen wogten durch mein Badezimmer. Ja. Herr Hellmann, Herr Wasser schon. Das ist untertrieben. Kübelweise habe ich das Wasser aus dem Badezimmer rausgeschöpft. Und meine sämtlichen Handtücher, Leintücher und sogar meine Unterwäsche habe ich zum Auftunken gebraucht. Ja, Moment, was war denn los? War der Wasserhahn defekt? Ja, leider nicht. Aus dem ist es gesprudelt und gesprudelt. Die Niagara-Fälle sind ein Schmarrn dagegen. Aber sag mal, hat sich denn der Hahn nicht wieder zudrehen lassen? Nun, natürlich hätte er ja. Ja. Aber nachdem ich ihn aufgedreht habe, bin ich eingeschlafen. Ach so, das würde ich aufschreiben. Ne? Name? Thomas Lafitte. Mein Enkel. Da wundert mich nichts. Tommy, wie kann man so blöd sein? Man kann doch nicht einschlafen, wenn man sich Badewasser einlässt. Wenn in der unteren Wohnung, auf dem Plafond, da so ein kleines Fleckerl Wasser ist, da kannst du jetzt schon anfangen zu sparen, Bierschel. Sparen, wieso? Ich meine, wir haben doch für solche Dinge, lieber Herr Janowski, eine Versicherung. Genauso wie für den Lift, oder nicht? Ja, es ist nur langsam die Frage, von was wir diese Versicherung bezahlen werden, Herr Hellmann.
wenn Sie weiterhin den Mietern das Geld hinter eine schieben. Bitte, also, ja, Herr Janowski, muss schon bitten. Ein bisschen mäßiger, oder? Sie befinden sich schließlich hier in einem überdurchschnittlich feinen Haushalt. Also bitte, ich kann ja überhaupt gar nichts dafür. Ich meine, ich war total übermüdet. Gestern am Abend hat hier jemand eine Tanzparty im Haus gefeiert. Vielleicht sogar eine Orgie, bis 4 Uhr früh. Haben Sie gehört? Tanzparty, Orgie, Ruhestörung. Ja, genau das. Na, wenn ich gewusst hätte, wo sie stattgefunden hätte, aber dann wäre ich hingegangen und hätte mitgemacht. Tommy, hättest nur zu mir gehen brauchen. Was, du? Ja, ich. Aber ich muss deine ausschweifende Fantasie zügeln. Tommy, es war wirklich keine Orgie, sondern ein paar Studienkollegen waren bei mir und wir haben ein bisschen getanzt. Ich glaube, ich bin. Ja, also wirklich, diesen Eindruck hatte ich vom ersten Blick. Ach, Edileiner, jetzt könnte es wirklich so da sein. Mit einem Tischler oder mit einem Schlosser. Das ist ja was Fürchterliches. Wir können ja nicht da in der Konditorei übernachten. Das kann ja... Mein Gott, Edilein, schau dir das an, wie diese Tiere ausschaut. Ach Gott, was mache ich? Ich werde... Ja, was ist denn das? František, du bist nicht da. Du bist in Niederösterreich. Na, sichtlich bin ich nicht in Niederösterreich. Na, und war das meine Abwesenheit der Grund, dass das Lokal zertrümmert wird? Bitte, František, das hier ist eine anständige Lokalität. Ja, Moment, aber wieso? Ja. Hast du schon die Polizei verständigt? Ja, bitte, wieso bitte? Na, wenn ein betrunkener Gast die Tür zertrümmert, muss man doch die Polizei verständigen. Bitte, ich dulde hier, in dieser Lokalität, ja, dulde ich keine fremden Betrunkenen. Das war mein Gatte. Aber nein, der Janek ist betrunken. Ja, das muss der Ehestand sein. Also erlaube bitte, ja? Ja, bitte erlaubt es gerne nicht, weil ich muss nur feststellen, dass der Janek, bevor er verheiratet war, nie betrunken war. Und nachher auch nicht, ja? Er hat nur gerade den Schlüssel nicht bei der Hand gehabt. Den Schlüssel hat er nicht bei der Hand gehabt. Und das ist der Grund, warum er den Schlüssel nicht bei der Hand hat, dass er mein Eigentum zertrümmert? Na, also entschuldige bitte, was Eigentum zertrümmert, sowas kann man doch überhaupt nicht sagen. Na, wieso? Dritteligerweise gehört das nämlich auch ihm. Ja, ja, sehr schön. Soll das ein Trost für mich sein? Du bist so ekelhaft, František. Wieso? Du bist ja noch ekelhafter als der ekelhafte Janowski. Der ist wenigstens nur gemein, aber du bist auch noch dazu zynisch. Reg dich nicht auf, wollte ihn nur nicht aufregen. Der Franz ist doch immer so. Ich hätte eine Bitte. Könnte ich vielleicht ein kleines Schall und Kaffee hier haben? Oben bei der Hilla wird heute nicht serviert. Guten Tag, lieber Bruder. Guten Tag, ich begrüße dich. Ja, Kompliment. Sag, und wieso wird bei der Hilla heute nicht serviert? Ja, das möchte ich dir nicht verraten. Ich möchte dir nicht eine Überraschung nehmen. Ja, ich mache dir gleich deinen Kaffee. Guido, möchtest du auch einen František? Na Gott soll abhüten. Ich meine, hier, wo es zirkt wie in einem Vogelhäuserl, nein. Meine liebe Otti, ich nehme meinen Kaffee in einem stilvollen, kulturvollen Ambiente. Na, da wirst du dich oben sehr freuen. Moment. Wieso bist du eigentlich schon da? Dass man zu fad war bei meinem Freund. Ich meine, seitdem geht's ja zu wie in einem Altersheim. Ah, wie alt ist denn dein Freund? Ja, so alt wie ich. Aha, dann war es ein Altersheim. Ja, bitte, ja, lass deinen Spaß. Ich meine, schließlich und endlich, ich bin ja völlig anders als er. Ich meine, ich bin nicht alt, ich bin reif an Jahren. Aber er ist wirklich alt. Er träumt nur mehr von der guten, alten Zeit. Das habe ich nicht mehr ausgehalten. Wir haben früher in Zug genommen und die Hilla wird sich doch freuen. Die Hilla wird sich freuen? Ja. Glaubst du? Warum, was soll denn diese Frage? Na, selbstverständlich. Ich hätte gar nicht wegfahren sollen. Wo ich doch eh weiß, dass die Hilla so ungern in der Nacht allein in der Wohnung bleibt. Muss jetzt sich ja ein paar nette junge Leute einladen können zu einer flotten Party. Flott. Ja. Deine Spaß werden auch immer schwächer. Die Otti lacht darüber. Bitte. Das ist ja nicht gerade ein Beweis für die Güte deines Humors. Also, František, du bist so giftig. Du und der Janowski, ihr könnt ein ganz schönes, seltsames Paar abgeben. Was denn der Janowski? Na ja, wer das ist, der Hausverwalter. Also, ja, richtig, also schon wieder vergessen, der nur flüchtig kennengelernt. Na ja, gut, bitte, ich meine, der ist nicht überaus charmant, aber mein Gott, er lässt sich eben nicht den Mund verbieten.
Ich lasse mir nicht den Mund verbieten. In meiner Wohnung werden Sie das müssen, Herr Janowski. Sehr richtig. Und Herr Janowski, ich möchte Sie jetzt endlich bitten, aufzuhören, hier wie die spanische Inquisition zu agieren. Meine Mieter in diesem Haus, die erwarten, verdienen und bekommen Höflichkeit. Punkt. Punkt. Ja, für die Höflichkeit sind Sie zuständig, Herr Hellmann. Ich bin's für die Finanzen. Und das bringt mich zu einem wesentlichen Punkt. Ja, mich auch, Herr Janowski. Ich überlege nämlich gerade, wie viel ich Schadenersatz fordern kann für erlittene Todesangst. Dazu kommt, dass ich Klaustrophobie bin, dass ich an Höhenangst leide. Naja, mir wird von der ganzen Sache sicher was zurückbleiben. Also ich schätze, unter 500.000 wird da nichts zu wollen sein, Herr Janowski. Na, das haben Sie von der Gutmütigkeit. Sie werden in Kürze ruiniert sein. Von jedem Einzelnen hier im Haus. Von dem Liftzerstörer, von dem Türzertrümmer und von dem Wasserschädling. Und nicht zuletzt von einer Omama, die hier wilde Tanzpartys feiert. Sie! Für Sie bin ich keine Omama, sondern ich bin die Frau Lafitte, haben Sie verstanden? Also, es tut mir wirklich leid, dass ich dich damit hineingezogen habe, aber wie hätte ich denken können, dass du das warst mit der Tanzparty? Ach, was beruhigt dich? Ist ja gar nicht so schlimm. Es war ja auch gar keine Ruhestörung, weil sich niemand beschwert hat. Ja. Wieso? Ihr Enkel hat sich gerade beschwert. So? Also komischerweise, ich habe überhaupt nichts dergleichen gehört. Ich meine, vielleicht sonst irgendjemand Nein, hier? Nein, ich habe nichts gehört. Also außer diese unendlich laute Stimme des Herrn Janowski, die ja eine ununterbrochene Ruhestörung darstellt. Ja, richtig. Herr Janowski, leise. Ja. Einfach leise. Wissen Sie, wir wollen doch hier niemanden provozieren. Also das ist doch... Psst. Ganz leise. Schön. Leise, vergessen Sie das mit der Ruhestörung, Herr Edelmann, aber schauen Sie mal das Nachtlager hier an. Hä? Wenn Untermieter aufgenommen werden, muss der Hausherr die Erlaubnis geben. Ja, sicher. Wenn das einmal der Fall sein sollte, werde ich mich selbstverständlich an Herrn Hellmann wenden. Nur heute Nacht hatte ich 5 Schlafgäste und das ist meine Angelegenheit. Was denn? Ja. 5 Schlafgäste, hier am Boden. So ist es. Konsordino, lieber Janowski, es steht Ihnen nämlich überhaupt nicht zu beurteilen, wie sich ordentliche Mieter hier benehmen oder nicht. Und noch etwas, Herr Janowski, weil wir gerade so freundschaftlich miteinander plaudern, möchte ich Ihnen in Ruhe, ganz leise, aber sehr bestimmt sagen, wie ich die Mieten in diesem Haus festsetze, das ist ganz allein meine Angelegenheit. Ist das klar, Herr Janowski? Ich habe Sie gewarnt. Bitte, Hellmann, wie Sie wünschen. Ach, ist es nicht herrlich, so eine ruhige, friedliche Atmosphäre. Ja, was ist denn das? Aus ist mit der Ruhe. Ja, was ist denn mit meinem schönen Wohnzimmer passiert? Ja, grüß dich, Gott, mein lieber Franz. Ja, also, mit deinem schönen und mit meinem schönen Wohnzimmer ist überhaupt nichts passiert. Es haben nur 5 Studienkollegen heute Nacht hier übernachtet. Hier 5 Studienkollegen? Auf meinem Fußboden? Ja, und nicht nur das, wir haben sogar eine flotte Tanzparty veranstaltet. Hast du was dagegen? Ach, Herr Hellmann, Herr Janowski, Sie werden einen schönen Eindruck von uns bekommen. Ich muss mich da sehr entschuldigen. Oh, ich bitte, Herr Sektionschef, das ist wirklich überhaupt nicht notwendig. Nein, das ist mir schon sehr peinlich. Sie sind ein Mann von Welt, Herr Sektionschef, wie ich. Auch ich muss sagen, dass mich der heutige Besuch hier im Haus sehr schockiert hat. Ein übergeschnappter Zuckerbäcker, der eine Tür einrennt, ein hausfremder Irrer, der einen Lift demoliert. Damit meint er mich. Doch, Heinz. Ja, wie schauen denn Sie aus? Naja, wie heute jemand ausschaut, der unter aller Aufbietung seiner Kräfte einen Lift demoliert. Und Herr Sektionschef, darf ich Ihren Blick auf Ihren Enkel lenken? Ja. Diese kleine Wasserratte hat in seiner Wohnung eine Sintflut erzeugt. Nein. Also nicht in der Wohnung, sondern nur im Badezimmer. Und da war der Wasserstand auch nicht höher als 1 Meter. Tommy! Na und, was ist mit dir, Hilla? Hast du irgendwas? Mit mir ist überhaupt gar nichts und er spricht so immer von Ruhestörung. Das war's gar nicht, das hat sich niemand... Sie sind knapp einer Anzeige entgangen. Aber wo, das ist doch nur Blödsinn. Und Franz, selbst wenn, also es wäre mir wurscht. Wirklich und wahrhaftig, denn ich habe mich schon lange nicht so köstlich amüsiert. Tja, sehen Sie, Herr Sektionschef, es geht da auch um eines, was auch der Herr Janowski anscheinend nicht begreifen will. Ich fasse dieses Haus überhaupt nicht als Geschäft auf.
Im Gegenteil, ich finde, das ist eine kleine, nette Gemeinschaft. Und die Leute hier sollen für mich glücklich, zufrieden und vor allem ohne Existenzangst leben. Ja, das können sie ja auch, die Herrschaften. Das können sie, die Herrschaften. Das ist selbstverständlich, wenn sie das halbe Haus halber umsonst wohnen lassen. Stellen Sie sich vor, sich Zollchef. Er hat schon 3 Parteien die Miete herabgesetzt. Wenn das so weitergeht, müssen wir Konkurs anmelden. Ja, also Herr Heilmann, stimmt das? Naja, das stimmt schon, aber ich meine, ich glaube, ich muss jetzt einmal den Herrn Janowski fragen, ob er nicht an diesem wunderschönen Samstagabend, nachdem wir jetzt, glaube ich, alles besprochen haben, nicht vielleicht noch was Besseres vorhat. Was? Und da wäre nicht mehr die Kraft haben dazu. Wenn ich dort die 3 Stock oben hart schon im hinnigen Licht vorbei und dann die Tier von der Konditorei sehe und dann an den Wasserschaden denken muss? Ja, es gibt dort Leute, die sollen nicht denken. Schön, Herr Janowski. Ich gehe, aber ich wasche meine Hände in Unschuld. Falls Sie dazu etwas Wasser benötigen, in meinem Badezimmer ist noch genug vorhanden. Herr Sektionschef, Sie haben mein tiefstes Mitgefühl bei der Familie. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Auf Wiedersehen. Gnädige Frau, ich muss mich herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren moralischen Beistand. Aber lieber Herr Hellmann, das brauchen Sie wirklich nicht. Denn Sie waren couragiert wie ein Löwe. Na. Also wirklich? Wenn man eine Mutter Courage an der Seite hat, dann ist das wirklich ganz leicht. Ja. Christian, ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Ich gehe jetzt kurz in die Wohnung und dann schaue ich rüber in die Konditorei. Ich will die Frau Otti auch noch ein bisschen beruhigen, nicht? Danke. Herr Sektionschef, Wiederschauen. Ja, meine Verehrung. Tschüss Gott. Ja, Hilla. Ja. Was ist denn in dich gefahren? War es, weil ich weggefahren bin? Hast du dich so schrecklich einsam gefühlt? Nein, also einsam wirklich nicht, dazu kam es ja gar nicht. Ich hatte so viele nette Gäste und es war ein solcher Trubel. Du, Franz, ja? Lass uns doch einmal tanzen gehen. Ich sag dir, es gibt so schöne Musik, also schön flotte Musik, weißt du. Ein Studienkollege hat nämlich eine Kassette mitgebracht von den Fat Boys und da heißt eine Nummer Twist. Und das ist zwar ein Remake, aber ein momentaner Hit. Und ich sage dir, wenn du das hörst, Franz, du flippst aus. Was tu ich? Psst. Come on, baby, let's do the twist. Come on, baby, let's do the twist. And like Typisch, er dreht's ab. Aber lass ihn, Oma. Okay. Er ist halt nicht so, also, habt ihr gesagt, Vorsicht. Ja. Er ist halt nicht so wie wir jungen Menschen. Also wenn du willst, ich kenne eine tolle neue Diskothek, da gehen wir miteinander hin, wirklich? Tanzen. Würdest du das tun mit ja, mir? Freilich. Ja, freilich. Das ist der nackte Wahnsinn. Ich war doch nur 1,5 Tage weg. Und in diesen 1,5 Tagen seid ihr alle wahnsinnig geworden. War das nicht ein Fortschritt? Ach, lieber Heinz, Sie haben ja schon ganz vergessen. Na, Sie haben sich ja besonders hervorgetan. 30 Jahre wohne ich in diesem Haus. 30 Jahre lang ist der Lift bitte nicht immer sehr gut, aber immerhin gegangen. Was machen Sie? Sie haben ihn jetzt endgültig zerstört. Aber Herr Sektionschef, Sie sollten mir doch dankbar sein. Denn was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass Sie einen neuen kriegen. Aber. Und unten am Lifthaus wird eine Messingplakette stehen, von den dankbaren Bewohnern dieses Hauses gewidmet, Herrn Heinz Windeck, dem Retter des Lifts. So schaut ein Retter aus. Ja, also ein bisschen dreckig schaust schon aus, Heinz. Aber wenn du möchtest, kommst du mit mir runter ins Badezimmer. Du, da ist noch so viel Wasser da kannst du locker eine Runde schwimmen. Oh, ich glaube, von dem Angebot mache ich gerne Gebrauch. Und liebe, verehrte, gnädige Frau, wenn ich Ihnen noch einen kleinen Tipp geben darf, ja? Als Mann mit exquisitem Geschmack würde ich Ihnen vorschlagen, lassen Sie Ihr Wohnzimmer so, wie es ist. Zum ersten Mal hat es etwas sowas wie Stil. Wirklich? Na, was sagst du? Das soll Stil sein? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was ist los mit mir? Weiß nicht, was mit dir los ist. Na ja, doch. Doch, wenn ich dich genauer anschaue, du machst mir einen etwas verkrampften Eindruck. Du müsstest dich ein bisschen lockern. Also, Hila, ich warne dich. Ich meine, auch meine unendliche Geduld kann einmal ein Ende haben. Ach, Edilein. Ach, bitte, bitte komm doch endlich, Edilein. Mein Gott, hoffentlich bist du nicht in deinem Schrecken durchgebrannt.
Ach, was soll ich machen? Es ist schon... Wo ist denn der Werkzeugkasten? Was? Werkzeugkasten. Ich kann es leider nicht auf Bämisch sagen. Das müssen Sie auch nicht. Ich treffe perfekt Deutsch. Ja, so was bringen Sie ihm da nicht. Was? Ist das die Frau schwer vom Begriff. Ich brauche einen Schraubenzieher, einen Franzosen, ein paar kleine Beilagscheiberl. Ja, Hammers? Hammers, Hammer. Ja, Hammer brauche ich auch. Hammer einen hellen Moment, ja? Ja. So, aber Sie brauchen sich gar nicht zu bemühen. Weil mein Eduard wird gleich hier sein und er bringt dann einen Tischler oder einen Schlosser. Er braucht einen Tischler oder einen Schlosser. Ein geschickter Mann macht das selbst, ja? Ihr Mann ist wohl nicht sehr geschickt, was? Mein Eduard hat andere Qualitäten, als da sind handwerkliche. Ach so, ist mehr von der brutalen Art, was? Der rennt alles nieder, was ihm im Weg ist. Mein Eduard ist das sanfteste Geschöpf auf Gottes Erdboden. Aber Sie brauchen sich gar nicht in meine Intimsphäre hineinzumischen. Sie brauchen gar nicht in meinen Ehegeheimnissen herumzuwühlen. Ja, davor soll mich die 14 Nothöfer bewahren. Ich bin gar nicht neugierig, was dem Haus vor sich geht. Denn was ich weiß, das regt mich genug auf. Ich glaube, Sie sind gar nicht so böse, wie Sie ausschauen. Ich? Noch viel böser! Ja, Sie tun so. Ja, und mit Erfolg. Ich habe mich ja auch vor Ihnen ein bisschen in die tiefste Seele hineingefürchtet. Wo schauen Sie? Was, Sie haben sich bis in die tiefste Seele gefürchtet? Aber geht's? Sie, das tut mir leid, ehrlich. Aber das muss so sein! Wieso muss? Muss, weil einer hier im Haus für Ordnung sorgen muss. Und das ist der Verwalter. Verstanden? Überhaupt, wenn man ein Haus hat, der umeinander rennt, wie der heilige Martin und den halberten Mantel herschenkt. Ich habe mich immer schon gewundert, Herr Janowski, wieso eigentlich nur den halben Mantel? Ach so. Sie würden das ganze Gewand herschicken und Pudelnocker umeinander rennen, was? Ist das? Was haben Sie denn? Haben Sie eine Wette an? Nein! Hier kommt ein schrecklicher Gedanke. Was ist, wenn der Helmer das nächste Mal die ganze Miete herschenkt? Ja, das ist auch das, was mich beschämt, diese herabgelassene Großzügigkeit. Bitte, wenn Sie sich's wieder überlegt haben, ich nein. Das verstehen. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Gesagt ist gesagt. Aber Herr Janowski, sagen Sie mal, woher ist denn plötzlich dieser Sinneswandel? Was ist ein Sinneswandel? Überhaupt kein Sinneswandel. Aber einer von uns zwei muss der Harte sein, oder? Ach so, verstehe. Dann finde ich es besonders nett von Ihnen, dass Sie jetzt in aller Härte, versteht sich, diese Tür da reparieren. Hm? Ach so. Er ist halt von unten bis oben ein liebenswürdiger Mensch hier. Also Schluss mit dem Schmäh, jetzt kommen Sie her da. Also nehmen Sie die Zeit da. Ja, und halten Sie mal dazu. So, also jetzt werden wir es da reinigen. Warten Sie, das Schlossschütten muss ja weg. Na ja, dann tun Sie es ähnlich. Nein, nicht. Na, was? Passen Sie auf. Gehen Sie für unten ein. So, passen Sie auf, dass Sie nicht ausrutschen. Ich rutsche da. Ich wollte es selbst nicht. Da sind wir nicht drin. Aber so ist es nur oben drin. Ja, gehen Sie, sind halten Sie mal das Schloss hin. Das halten Sie mal den Hammer. Das ist das einzige Glück. Sie haben was gesagt, gehen Sie nach Versicherung. Bitte. Jetzt müssen wir... Na bitte, Sie bringen das doch mal. Was ist oben da? Und jetzt haben Sie es drin. Meine Güte, Sie wollen mir was erzählen. Sie sind ein Nobatscher, da ist Ihr Haus her. Sie sagen alle, ich bin... Moment. Also jetzt, sagen Sie mal, besser einmal aufs Gelassen, mir mal her. Bitte machen Sie den Hammer. Na gut, dass wir Versicherung haben. Für einen Lift haben wir keine, haben Sie gesagt. Bitte, und wer zahlt das? Haben Sie gesagt, ja, das ich nicht. Jetzt haben Sie mich verletzt. So. Ja, Hila. Räum nur weg. Und zwar hoffentlich werde ich das nie mehr in meinem Wohnzimmer erleben. Naja, Franz, also für die nächste Zeit haben die Burschen sowieso einen Unterschlupf bei einem Freund gefunden. Aber nie mehr, mein Lieber, das kann ich dir wirklich nicht versprechen. Denn wenn es wieder einmal so weit ist, dann werde ich mit Vergnügen wieder ein Nachtquartier bereiten. Mit Vergnügen, das auch noch? Ja, natürlich, du. Es war ein sehr großes Vergnügen für mich, mit den Leuten zu diskutieren und mit den Leuten Musik zu machen und zu tanzen. Ja, Ruhestörung. Ach, was Ruhe, war lang genug ruhig. Ihr habt mich ewig in so eine fade Rolle hineingedrängt, richtig? Aber bitte, ich sag nicht, die fade Rolle hineingedrängt, du bist sanft. Aber was? Das bin ich gar nicht. Das wolltest du ja nur. Ja, natürlich, weil dir das angenehm ist. Aber ich höre jetzt endgültig auf, vernünftig zu sein, rücksichtsvoll zu sein und noch viele andere Dinge höre ich auch auf. Hilla, ja. Denk doch einmal daran. Ich meine, du bist doch auch in einem etwas vorgerückten Alter. Ja.
Ja, das ist sehr höflich ausgedrückt. Aber...